Das ist anscheinend in jeder dieser Kisten welche. Ach, da steht sogar der Name oben drüber. Habe ich ja vorher gar nicht gesehen. Draven Rotherman. Ich kenne die ganzen Namen nicht. Ach, lass mich zu einem schlechten Captain. Wir haben jetzt ja fast alle. Oder einen großen Teil, sagen wir es mal so. Aber eins wird wahrscheinlich irgendwo toll versteckt sein. Ich finde es wichtig. Hat er einfach nur die Schrift so genommen. Die ist auch noch die Dienstmarke. Oh ja. Die meisten müssen wir jetzt haben. Die meisten. Gut, in dem Bereich haben wir alle, da bin ich mir relativ sicher. Noch ein bisschen Element Zero, warum nicht? Element Zero. Waren wir da schon drin? Ich glaube nicht. Nee, da waren wir noch gar nicht drin. Oh, bin ich gefressen. Joker. Noch eine Dienstmarke. Ein komisches Gefühl, dieses Wrack da zu sehen und wenn es so kaputt ist. Jetzt muss ich nur die letzten Marken finden. Letzte Dienstmarke, um genau zu sein, hin. Datenbett von unserem lieben Presley. Aber das hat man nie erfahren im Mass Effect 1, dass er so seine Meinung gegenüber Aliens verändert hat. Das haben wir am Anfang gegen Aliens war gut, das hat man mitbekommen. Wenn man am Anfang mit ihm geredet hat. Noch mal ein bisschen eine Dimension, was man hier nicht alles findet. Ich möchte noch das eine Ding finden, bevor wir hier mit der Folge aufhören. Mache ich halt hier mal eine ausnahmsweise eine Überlangfolge. Und ich mache wieder eine halbe Stunde. Dienstmarke! Oh ja. Damals. Flame Orden. Wie sieht es eigentlich aus mit Tagebuch? Huh. Okay. Das war es dann eigentlich schon, aber es ist trotzdem total cool. Alter! Das ist ein Teil vom Antriebssegment. Können wir den Marco nicht mitnehmen? Das ist noch ein Teil vom Antriebssegment, Alter, das ist riesig. Mich aber, was der in 7-Helm bringt, wenn wir, dass wir den haben. Ich habe als Alter in 7-Helm. Vielleicht ist er dann in seinem Zimmer.
in seiner der Kajüte, oder wie man es nochmal nennt. Aufzug zur Normandie. Zurück zur neuen Normandie. In der alten zur neuen. Cool. Ziemlich cool gemacht, obwohl man da jetzt nicht so viel machen konnte. Manche richtig. Familienerfe müssen Blumen, ne? Ich habe jetzt verloren im 7 wo ich gestört. Beenden. Schade, ich dachte, man könnte noch irgendwie mit anderen Charakteren hin und dann. Zumindest wenn man jetzt zum Vitali mitnimmt, die ja bei den ersten Mass Effect Teil auch dabei war, dass sie dann irgendwie von irgendwas spricht oder. Ja, alles so ein bisschen traurig wirkt. Aber man ist da komplett allein. Was ein bisschen schade ist. Ja, ja. Das ist unser neue Leben der Normandie. You have unread math. Samara would anything else? That'll be all. Komm mal ein bisschen weg, dann der will mit dir reden. Unlesene Nachricht. Oh ja. Lebe hoch noch. Detective Anaya. Hallo. Grüß Gemeinde. Ich bin ganz sicher, ob diese Nachricht hier reicht. Aber nochmal zu meinen Dank für Ihre Hilfe mit Samara. Eclipse hält sich völlig bedeckt und auch meine Vorgesetzten lassen mich in Ruhe. Keine Ahnung, ob das etwas miteinander zu tun hat, aber wenn ich das nächste Mal einer Justikarin begegne, kann ich ihr hoffentlich den gebührenden Respekt entgegenbringen. Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich mit einer von Ihnen an einem Fall gearbeitet habe. Sie können sich glücklich schätzen, Mensch. Und wenn ich weitere Informationen über die Zielperson finde, leite ich sie natürlich an Sie weiter. Als Gelesenbeginn. Hackett, die Allianz weiß die Übermittlung der von Ihnen an die Abschnittstelle Normandie gefundenen Informationen zu schätzen. Wir haben alles an die betroffenen Familien weitergeleitet. Durch diese Dienstmarken haben Sie vielen Menschen ein wenig Seelenfrieden gebracht, Commander. Ich spreche Ihnen mit dem Namen einen Dank aus. Oh yeah. Und Samara, Mushroom Trans Raiden. Ich werde die Folge hier wieder cutten. Das ist voll oft so, dass es einfach ein bisschen länger wird und dann. Ja, jetzt bin ich schon drüber. Ach, mach ich halt 2 Folgen auf und cut es irgendwie anders. Muss es irgendwie anders cutten. Gut. Samara war da bei Observation. Jetzt können wir mit dir eigentlich auch nicht mehr groß über irgendwas reden. Du leuchtest. Wait a minute. I must ask for your help. That is not easy. Lassen Sie sich Zeit. All right. Just tell me what you need. When we met on Ilium, I told you about a very dangerous person I was pursuing. Using the information you obtained, I have located her. She's been going by the name Morinth. I would like to apprehend her before she disappears again. Dringlichkeit? Did you say you'd pick up her trail after our mission? I know where she is right now. In a month, she may be gone. This is the best opportunity I've ever had. Ja gut, es wird fast einen Monat dauern. Wenn man es von Spiellogik her sieht. Auf der Zeit. Also von Echtzeit. A nightclub called Afterlife, which seems a perfect place for her to hunt. Wichtigkeit. How important is this? Killing her has been my focus for 400 years. It is the most important thing in my life and the reason I became a Justicar. Und wer ist sie? Tell me about her. She is an Ardat Yakshi. It is a term from a dead Asari dialect. It means demon of the night winds, but that is mythology. She is simply a very dangerous woman who kills without mercy. Is an Ardat Yakshi a special kind of murderer? Morinth suffers a rare genetic disorder. When she mates with you, there is no gentle melding of nervous systems. She overpowers yours, burns it out, hemorrhages your brain. You end up a mindless shell, and soon after, you are dead. Warum so meckernd? Why is this ever mentioned in Asari literature or art? When we were primitive, there was much fascination with Ardat Yakshi. Some cultures worshipped them as gods of destruction. Now the Asari have a place in the galaxy, and they don't wish this defect to be widely known. As far as I know, only 3 exist today. 2 chose a life of seclusion. The 3rd ran. Morinth. She ran, and I am sworn to kill her. Ist ihr Freiheitswunsch falsch? I don't know that I blame her for running. When she fled, she proved her addiction. She was not taking a great moral stand. She simply wants to keep killing. She is a tragic figure, but not a sympathetic one. Can't she abstain? Each encounter gives her strength. The effect is narcotic. The more she does it, the more she needs to do it. She will never stop. She can't. Töten wegen gehen? So you hunt down these Asari just because they're born with a genetic condition? It manifests with maturity. When one is diagnosed, she is offered the chance to live in seclusion and comfort. If she refuses, it shows her addiction to the ecstasy she gets from killing her mates.
There is no redemption for such a person. Also gut, sie ist gefährlich. This is definitely worthy of your full attention. She confuses her victims, twists their feelings. They will do anything for her favor. Holen wir sie uns. We need to stop her. Thank you, Commander. There are no words to express what this means to me. There is one thing more. This creature, this monster. She is my daughter. Haben Sie noch andere Kinder? You said this is genetic. How many children do you have? 3. And 3 Ardat Yakshi are in existence today. It is as it sounds. Marinth was always the wild one. She was happy and free. But selfish. Samara, I cannot imagine what this is like for you. I do not want pity, Shepard. I do not accept it. My daughter's condition is my fault. And my redemption lies in killing her. Do not pity me. Simply understand my situation. Sehen Sie mir mehr? I spent my youth ich glaube, ich habe ein bisschen was falsch gemacht. I killed people, mated with them, or just danced the night away. I learned so much, experienced so much. And then my matron days came. I could finally sit back, bask and enjoy my family. But in one moment, it was all taken away. Was hat gewesen? Sounds terrible. I sat in a med lab while a nearsighted doctor droned at me, and I learned that nothing was as I thought it would be. I gave up all that I possessed. I own nothing, claim nothing. All my knowledge will die with me. Now my purpose is to destroy my own children. Ich verstehe. Those moments change you. And I've hundreds of years left to live with that. I say too much. Forgive me. Help me find my long lost daughter and kill her. We'll find more. Ne, ich glaube, ich habe da echt was Falsches gewählt. Ich habe da erst meine Abfuhr bekommen. Ja. Sorry, Arda Yakshi. Gut, dann gehen wir mal ins CIC. Gibt's noch irgendwas? Kelly Family. Okay. Also wir haben jetzt im Grunde alle Loyalties freigeschaltet. Ich muss mal gucken. Dann müssen wir auch wieder nach Omega. Gehen wir erstmal zurück. Und ich gucke erstmal, was wir als nächstes machen. Ich wäre eigentlich dafür, die Grand Loyalty zu machen. Oder machen wir erst die... Das Omega 4 Relay. Die von Garrus. Wo müssen wir dafür hin? Das Serpent Citadel. Tuchanka Grand. Siedhelfen, Vollgänger. Das ist auch ein DLC. Taxi Tulera. Ist auch ein DLC. Bloodback, da. Basis. Ja, wir haben jetzt wieder noch mehr Systeme freigeschaltet. Oder was wir jetzt mal machen können, ist hier diese Bloodback-Basis hier hingehen. Das ist hier, was freigeschaltet wurde. Es gibt, ja, wir haben ja ein paar Karten gekauft. Wait a minute. Wie groß ist denn das? Das geht. Das kann man dann in der nächsten Folge erkunden und dann nach Cyberbahn fliegen. Und das machen. Aber viel mehr können wir nicht machen. Haben wir noch Codex-Anträge? Können wir noch kurz durcharbeiten? Haben wir Premiere? Nein. Haben wir die Sekundäre? Ja. Asari Ardat Yakshi. Die Ardat Yakshi, Dämonen der Nachtwinde, sind Asari, die an einer genetischen Störung leiden, die das übliche Verschmelzen der Nervensysteme bei der Paarung verhindert. Stattdessen zerstören die Ardat Yakshi auf elektrochemischen Wege das Nervensystem ihrer Partner, sodass in Extremfällen die Opfer gelähmt oder sogar getötet werden. Psychologinnen der Asari vermuten, dass diese Unfähigkeit zur mentalen Verschmelzung auch die Ausbildung jeglichen Mitgefühls unterbindet und zur Psychopathie führt. Eine Heilmethode ist nicht bekannt. Die Störung beginnt normalerweise in der Kindheit und erreicht eine irre Folgeausprägung während der sexuellen Entwicklung in der jungfräulichen Phase. Ich weiß nicht mehr, wie es im Englischen heißt. Ardat Yakshi sind zwar ebenso sexuell orientiert und triebgesteuert wie andere Asari, aber erblich bedingt unfruchtbar. In der alten Mythologie der Asari gelten die Ardat Yakshi als Göttinnen der Zerstörung. Sie sind Bösewichte in zahllosen Legenden und Antiheldinnen in vielen Asari-Epen.
Anders als gemeinhin angenommen, sind Ardat Yakshi wieder besonders selten. Etwa 1% der Asari weist das typische AY-Spektrum auf. Noch allesamt Mörderinnen. Die meisten von ihnen führen in ihrem Leben am Rande der Legalität zahlreiche Beziehungen, die dann aber in Ausbeutung und Missbrauch enden. Trotz den Gerüchten über organisierte Gruppen von Ardat Yakshi muss festgehalten werden, dass sie von Natur aus zu einer langfristigen Kooperation überhaupt nicht in der Lage sind. Unverhältnismäßig wohlhabende Spezies nutzen die Asari ihren Einfluss auf Wirtschaft und Medien dazu, das AY-Krankheitsbild vor der Galaxie zu verbergen. Sie bringen die meisten Ardat Yakshi in überwachten Arbeitsprogrammen oder abgeschiedenen Genen unter. Nur die aggressivsten Fälle landen in Sanatorien und Gefängnissen und auf den Hinrichtungslisten der Justikarin. Gut, dann speichern wir mal. Und dann würde ich mal sagen, das war die 105. und die 106. Folge unseres Let's Plays zu Mass Effect 2. Wir werden es in der nächsten Folge wiedersehen. Lifemaker over and out.